treten dann in die Tagesordnung ein. Ein Bericht des Oberbürgermeisters habe ich in Vertretung Ihnen nicht abzuliefern. Wir steigen damit in die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte an. Und wie angekündigt in der ersten Runde, es beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Frau Filius-Jehne. Sie sind dran, ja? So dran, wie es nur geht. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich wollte mich nach dem Stand der Dinge der Volkshochschule erkundigen. Und zwar wollte ich wissen, ob es jetzt einen von Volkshochschule und Stadt gemeinsam favorisierten Standort gibt und wenn ja, wie da der Stand der Verhandlungen ist. Sehr gern. Ich gehe davon aus, dass Sie das wollten. Die Formulierung wollte nicht konjunktiv meinen, sondern tatsächlich die Frage stellen, ja. Darf Herrn Feuern um ich Beantwortung will. Bitten. Genau. Ja, ja, ich will. Das ist das entscheidende Wort. Ja. Ja, sehr geehrte, sehr geehrte Frau Filius-Jehne, folgender Sachstand. Wir hatten ja eine öffentliche Ausschreibung, dazu hatte ich ja schon mal berichtet. Wir haben 13 Angebote bekommen. Und diese Angebote sind gemeinsam von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der Volkshochschule ausgewertet worden. Es hat dann mehrere Begehungen gegeben und wir haben dann eine Rang- und Reihenfolge gebildet und arbeiten das jetzt insofern ab, als mit dem favorisierten Angebot derzeit die Verhandlungen laufen. Sie sind meines Wissens noch nicht abgeschlossen. Da geht es natürlich klassischerweise neben der Frage immer, wie ist die Miethöhe, immer um diese berühmten Details, wo muss ich noch eine Wand hinziehen, wie ich brauche einen Behinderten-WC und. Da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die werden gemeinsam abgearbeitet und wir sind doch gemeinsam da sehr zuversichtlich, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Ein Ergebnis würde bedeuten, dass wir Ihnen hierzu auch eine Vorlage vorlegen würden, wo drin steht, wo es hingehen soll, was die Konditionen sein sollen und vor allen Dingen, wie es finanziert sein soll. Mhm. Danke, damit haben Sie mir die dritte Frage, also eine Nachfrage schon vorweggenommen. Also welches Finanzierungskonzept angedacht ist, das muss ja, sagen wir mal, sowohl für die Stadt als auch für die Volkshochschule stemmbar sein. Und dann würde ich doch fragen, nachdem Sie gesagt haben, das kommt dann in der Vorlage oder schön wäre es, Sie können natürlich jetzt schon ein paar Worte dazu sagen, bis zu welchem Termin Sie denn denken, dass es uns vorgelegt wird. Zu einem genauen Termin würde ich mich jetzt nicht hinreißen lassen wollen, schnöde, weil ich es auch jetzt gar nicht so richtig im Kopf habe. Aber wir haben ja einen gewissen Handlungsdruck, der ja erzeugt wird dadurch, dass an dem jetzigen Standort mit dem Brandschutz es da Probleme gibt. Und insofern wollen wir auf jeden Fall eigentlich vor der Sommerpause eine Beschlusslage herbeigeführt haben. Je früher, desto besser, aber natürlich mit den Gremienläufen, das dauert, das kennen Sie. Also wir werden Ihnen relativ zeitnah jetzt eine Vorlage vorlegen und ich will jetzt nur eben kein Datum nennen, auf das Sie mich dann hinterher festnageln. Aber vor der Sommerpause klingt doch schon mal nach einem Termin. Wir nehmen das so mit und sind uns einig, Herr Kollege, dass wir die Sommerpause 2016 meinen, bevor die Informationen kommen. Selbstverständlich. Gut. Als zweite Fragestellerin, SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, in den vergangenen Monaten wurde umfangreich über die Probleme des VW-Konzerns im Zusammenhang mit dem Abgasskandal berichtet. Die langfristigen Folgen dieses Vorgangs betreffen offenbar auch die gläserne Manufaktur in Dresden. Im Zusammenhang habe ich folgende Frage. Welche konkreten Informationen liegen der Stadtverwaltung zu den Plänen des VW-Konzerns zur Zukunft der gläsernen Manufaktur, insbesondere der Perspektive der dort beschäftigten Mitarbeitern, vor? Vielen Dank. Am Standort Dresden werden 100 Mitarbeiter verbleiben. Alle anderen Mitarbeiter werden am Standort Zwickau beschäftigt. Das ist eine Information, die uns von VW so zugänglich gemacht worden ist. Über die weitere Zukunft des Standortes sind wir
miteinander im Gespräch, beziehungsweise der Oberbürgermeister selber. Neben dem Umstand, dass mir hierzu keine näheren Informationen vorliegen, wurde bis zum Abschluss der Gespräche auf Vertraulichkeit vereinbart. Also Sie können hier auch keine Informationen zu staatlichen Mitteln zur Förderung der gläsernen Manufaktur geben? Da es, wie Sie richtig fragen, was Ihre zweite Frage betrifft, die staatlichen Mittel gibt, ist das eine Aussage, die unmittelbar der Freistaat machen würde. Also über das, was seinerzeit vom Hörensagen besprochen worden ist, liegen uns hierzu auch keine weiteren Informationen vor. Dann formuliere ich es mal anders. Sind Mittel der Landeshauptstadt Dresden dort im Gespräch? Also die Stadt Dresden und der Freistaat sind hier miteinander im Gespräch an der Stelle für das Gesamtthema. Die Fördermittelausreichung des Freistaates ist aber eine, die uns allenfalls nachrichtlich erreichen wird. Und da würde ich jetzt hier auch nicht über Dinge spekulieren, die ich nicht näher kenne. Bitte okay, Dankeschön. Dankeschön. Als nächstes FDP Freie Bürger, Herr Gentschmar. Herr Erster Bürgermeister. Gestatten Sie mir eine Frage. Aktuell läuft der Abriss des alten Schulgebäudes an der Windmühlenstraße in Dresden-Prohlis. Fenster sind schon abgebrochen. Wie gesagt, die Abrissarbeiten laufen. In der Stadtratssitzung im Januar wurde noch über den Gymnasiumstandort in Dresden-Prohlis und an dem möglichen Standort Windmühlenstraße diskutiert. Zwischenzeitlich hat der Schulbürgermeister das Gymnasium Prohlis aus den Planungen gestrichen, obwohl Konsens im gesamten Stadtrat und auch im Schulnetzplan besteht. Dazu meine Fragen. Bis wann ist das Schulgebäude an der Windmühlenstraße abgerissen? Wer ist innerhalb der Stadtverwaltung für die Durchführung verantwortlich? Und zweitens, wie wird der Abriss des ehemaligen Schulgebäudes bezahlt? Vielen Dank. Die Frage beantwortet Herr Kollege Feuer. Ja, sehr geehrter Herr Gentschmar, hierzu folgende Antwort. Der Abriss wird laufen bis circa Mitte Mai. Das Amt für Hochbau- und Immobilienverwaltung ist hier in der Verwaltung dafür zuständig, agiert aber nicht im freien Raum, sondern macht den Abriss aus Gründen, die wie folgt zu beschreiben sind. Das Schulgebäude ist ja aufgegeben worden, schon seit vielen Jahren. Es ist dann vom Schulverwaltungsamt uns übergeben worden zur Verwaltung. Der bauliche Zustand ist desolat. Das Gebäude ist im Moment sogar auch ein Sicherheitsproblem geworden, weil immer wieder, natürlich illegal, widerrechtlich, dort sich Zugang verschafft wird, alles Mögliche dort schon veranstaltet worden ist, was vor allen Dingen auch bedeutet, dass dort Material geklaut worden ist, dass dort einiges an Zerstörungen stattgefunden hat, wir ein Sicherheitsproblem haben, weil wir haben ja immer die Frage, können wir diese Gebäude richtig schützen, was passiert eigentlich, wenn da was passiert, und deswegen ist dann die Entscheidung letztes Jahr schon gefallen, den Abriss zu machen. Für eine Schulnutzung wäre das Gebäude auch überhaupt nicht mehr tauglich. Da würde man das immer wieder zu dem Ergebnis kommen, es zur Seite zu schieben, abzureißen. Und wenn man da eine Schule macht, macht man das dort in einem Neubau. Wir haben sogar zwischenzeitlich erwogen, auf dem Höhepunkt der Fragestellung, wie wir die Flüchtlinge unterbringen. Da ist ja im Grunde genommen fast jedes Gebäude, was in dieser Stadt leer stand, geprüft worden. Kann man das tatsächlich vielleicht nutzen? Aber auch hier ist relativ schnell festgestellt worden, aufgrund des baulichen Zustandes, dass das für derartige Zwecke nicht nutzbar ist. Man müsste es dann eben auch dann an die Seite schieben und dort was Neues hinbauen. Gestatten Sie mir dazu noch mal kurze Nachfragen. Wer sich an die Diskussion im Januar erinnert und gerade von der Argumentation von Dr. Lames gegen den Standort eines Schulneubaus, eines Gymnasiumneubaus an der Windmühlenstraße wurde angeführt, dass gerade auch die Abrisskosten dagegen sprechen. Jetzt brechen wir es ab und haben aus dem Grund dieses Gymnasium dort in Prohlis, was ja im Schulnetzplan verankert ist oder verankert war, abgelehnt, dass da eine gewisse Fragestellung offen bleibt in den Gedanken der Stadträte, die sich für ein Gymnasium in Prohlis eingesetzt haben. Ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Und das Zweite, was mich da als Frage sofort berührt, wir haben eine Haushaltssperre.
Wie gesagt, im Januar haben wir darüber diskutiert. Da hieß es, Gymnasium geht nicht, weil es alles viel zu kostspielig ist. Und jetzt reißen wir den Standort ab, ohne, ich sage mal, eine geplante Nachnutzung unmittelbar zu haben. Was ist jetzt die Frage? Das Warum, war eine Feststellung. Wie gesagt, die Feststellung ist die, dass der Schulbürgermeister den Abriss als Gründe der Nichtnutzung dieses Standortes angeführt hat. Sind das Fehlinformationen, die vom Sportbürgermeister und Schulbürgermeister dort an die Stadträte weitergegeben wurden? Weil, wie gesagt, das bewog ja einige Stadträte, gegen diesen Standort zu stimmen. Also es muss ja damals schon bekannt gewesen sein, also er hat gesagt, wir können dieses Gymnasium dort nicht bauen, weil es Kosten entstehen. Ich glaube nicht, dass diese Abrissmaßnahmen innerhalb von 14 Tagen beginnen oder ausgeschrieben werden. Also das muss ja im Januar dann schon bekannt gewesen sein, dass diese Kosten auf jeden Fall im Haushalt schon verplant gewesen sind. Also Herr Gentschmann, soweit ich mich an die Debatte erinnern kann, war das zentrale Argument, dass man an diesem Standort, wenn man dort ein neues Gymnasium plant, aufgrund der ganzen Vorläufe, der planerischen Vorläufe, der Genehmigungsprozesse und des eigentlichen Bauprozesses, dass es doch insgesamt sehr, sehr, sehr lange dauern würde. Die Frage des Abrisses des vorhandenen Schulgebäudes ist gemessen an der Frage der Kosten eines Neubaus natürlich eher wenig, sage ich mal, signifikant. Das ist, glaube ich, nicht das zentrale Argument gewesen. Ich will jetzt hier ohne in den Monolog einsteigen, weil man ja gesagt hat, wir sind Fragen auch relativ nicht in einer Debatte, genau, sondern in der Frage. Ganz genau, deswegen würde ich um eine schriftliche Beantwortung bitten und im Notfall dann nochmal was schriftlich nachreichen. Das kommt, schönen Dank. Kommt wie immer schriftlich, ja. AfD-Fraktion, Herr Enger. Herr erster Bürgermeister, wir stimmen heute über die Fortführung der kommunalen Bildungsbetreuung ab. Und im Vorfeld habe ich dazu noch mal eine Frage. Hat eine Evaluation der bisherigen kommunalen Bildungsberatung stattgefunden, die verdeutlicht, in welchem Umfang die Beratung ein nachhaltiges Angebot darstellt, welches darüber hinaus nicht durch andere Träger bereits qualitativ in ähnlicher Weise abgedeckt wird? Vielen Dank, Frau Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Engler, ja, dem ist so. Im Rahmen von Lernen vor Ort, einem Bundesprogramm, durchlief die kommunale Bildungsberatung Dresdner Bildungsbahnen ab 2010 eine Zertifizierung nach den Kriterien der kundenorientierten Qualitätstestierung für Beratungsorganisationen. Seit Februar 2012 ist die kommunale Bildungsberatung demnach nach KQB zertifiziert. Eine Retestierung erfolgte im letzten Jahr und wurde im Februar 2016 erfolgreich abgeschlossen. Dieses Verfahren der Qualitätsentwicklung und Qualitätstestierung definiert hierbei konkrete Anforderungen in 11 Qualitätsbereichen. Diese sind dem beratenden Prozess zugeordnet und sind im Jahresbericht 2014, welcher den Ausschusskolleginnen des Bildungsausschusses zugewiesen oder überwiesen wurde, auch näher beschrieben. Die 4 Beraterinnen sind des Weiteren seit Mai 2011 im Rahmen des Verbundes regionaler Qualifizierungszentren als Bildungsberaterinnen zertifiziert. Und eine stetige Qualitätssicherung erfolgt damit sowohl über externe als auch interne Evaluierungen und auch durch regelmäßig stattfindende Fallberatungen im Kollektiv. Über die Organisation, Umfang und Inhalte sowie Nutzung und Qualität der Beratungsleistungen berichtet die Volkshochschule als Träger der kommunalen Bildungsberatung und als Auftragnehmerin und damit eben Erbringerin der Beratungsdienstleistung in einem jährlich seitens der Stadt ausgehändigten Tätigkeitsbericht. Wie gesagt, der letzte Ihnen bekannte ist vom Jahr 2014.
Dieser Tätigkeitsbericht beinhaltet zudem Aussagen zur Nutzerzufriedenheit und zur Weiterempfehlung seitens der Beratungskundinnen und Beratungskunden. Diese Erhebung erfolgt durch einen anonymen Feedback-Fragebogen und erfasst am Ende des Beratungsgespräches den Erfolg und die Zufriedenheit, wird also regelmäßig ausgewertet. Der Jahresbericht ist Bestandteil des Werksvertrages zwischen Stadt und VHS und geht damit jährlich der Landeshauptstadt Dresden zu. Der aktuellste, Ihnen noch nicht bekannte Bericht aus dem Jahr 2015 liegt seit gestern auf meinem Tisch. Vielen Dank. In diesem Sinne empfehlen Sie als zuständige Sachbürgermeisterin die Fortführung im Sinne des Antrages. Ja? Sehr geehrter Herr Engler, ja, die Bildungsberatung ist eine Anlaufstelle vor allem für berufliche Neuorientierung oder Orientierung und Umbruchprozesse. In dieser Weise gibt es in der Stadt keinen Dienstleister, der uns beratend an dieser Stelle in dieser Weise vertritt. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, bereits im Februar erreichten uns neue Hiobsbotschaften von der unendlichen Geschichte der Rathausfinanzierung. Weite Teile der vierten Etage sollen in Kürze wegen mangelndem Brandschutz geräumt werden. Mittlerweile laufen die Planungen dazu wohl auf Hochtouren. Daher habe ich folgende Fragen. Erstens, wie sehen die aktuellen Planungen für die Notumzüge aus? Welche Verwaltungsstrukturen, Ämter, Abteilungen, Sachgebiete werden wohin ausgelagert und wie wird sich das auf die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Strukturen auswirken? Zweitens, inwiefern ist damit zu rechnen, dass aufgrund der nicht vorgenommenen Sanierungen innerhalb der kommenden Monate weitere Bereiche des Rathauses als aktuelle Problemfälle und sogar Sicherheitsrisiken qualifiziert werden müssen? Die Frage beantwortet Herr Kollege Feuer. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Brauns, gestatten Sie mir zunächst mal einen Hinweis, eine unendliche Geschichte der Rathaussanierung gibt es natürlich nicht, denn wir haben ja heute Morgen eine schöne Pressekonferenz gehabt, wo wir den Teil Ostflügel und Südflügel, den wir jetzt ja geschafft haben und den Sie ja zum Teil ja selber schon sozusagen wieder in Besitz genommen haben, als fertig klassifiziert haben. Also mit dem Teil sind wir auf jeden Fall fertig. Und wir haben auch keine neuen Hiobsbotschaften insofern aus der unendlichen Geschichte der Rathaussanierung, weil das, was Sie ansprechen, betrifft ein altbekanntes Thema, nämlich, dass wir überhaupt die Rathaussanierung machen, liegt ja daran, dass der Brandschutz nach heutigen Standards nicht ausreichend ist. Der Brandschutz entspricht den Standards, wie er in den 60er Jahren üblich war, als diese Teile des Rathaus saniert worden sind, beziehungsweise wieder aufgebaut worden sind. Und das ist entsprechend, gilt das nicht mehr, entspricht das nicht mehr den heutigen Standards. So, weil wir ja eigentlich vor ungefähr anderthalb Jahren eine Vorlage auf den Weg gebracht hatten, wo wir gesagt haben, wir würden gerne weitermachen und das idealerweise in einem Rutsch. Der Stadtrat aber da etwas verhalten reagiert hat und gesagt hat, die Verwaltung soll erstmal planen und dann nochmal vorlegen, welche Varianten das gibt, hat die Bauaufsicht geschlussfolgert, dass sozusagen der nächste Schritt der Fortsetzung der Sanierung eben nicht gesichert ist, sondern das bleibt im Unsicheren hinein. Daraufhin sind wir doch etwas stärker unter Druck gesetzt worden, weil die Bauaufsicht gesagt hat, dann muss eben jetzt was passieren, wenn der Termin der Fortsetzung der Sanierung nicht steht. Und das Ergebnis dieser Diskussion mit der Bauaufsicht ist tatsächlich, dass wir die vierte Etage oder die größten Teile der vierten Etage, die bisher im nicht sanierten Bereich sind, dass wir die tatsächlich freiziehen wollen, weil dort nach oben hin zum Dach hin der Feuerwiderstand unterhalb von F30 ist und da will die Bauaufsicht entsprechend einen Auszug sehen. Das bereiten wir gerade vor. Wir suchen gerade eine passende Immobilie dafür. Vorgesehen ist, dass das Jugendamt auszieht, die sich zwar nicht in der vierten Etage befinden, sondern partiell nur. Und wir müssen dann innerhalb des Rathauses wieder umgruppieren und intern umziehen. Und das machen wir im Verlaufe des dritten Quartals, hoffe ich zumindest. Die Frage lautete auch dahin, ob weitere Sperrungen drohen und gegebenenfalls wann.
Na, wir haben mit der Bauaufsicht auch diskutiert, unter welchen Bedingungen dann die anderen Etagen weiter nutzbar sind. Und dort haben wir uns auch verständigt, dass wir bis zu dem Beginn der eigentlichen Sanierungen provisorische Schottungen einziehen. Das heißt, wenn die Gänge zu lang sind, ziehen wir da eine Tür ein und im Treppenhaus werden auch Türen eingezogen. Dazu wird es im Übrigen auch eine Vorlage geben, die wir jetzt in die richtigen Dienstberatung geschickt haben, denn das Ganze wird Geld kosten. Für Geld ist wiederum der Stadtrat zuständig, sodass Sie sich mit diesen Fragen im Detail dann auch hier tatsächlich nochmal beschäftigen können und müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Frage geht an die Linke, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, ich möchte eine Frage stellen zur Verkehrsfrage der Albertbrücke. Wie oft, mit welchem zeitlichen Verzug und aus welchen Gründen wurde der Termin der Verkehrsfreigabe der Albertbrücke verschoben? Welche Stellen sind für die Verzugsgründe verantwortlich? Wann wird die Albertbrücke für den Verkehr, mit welchen vorläufigen Verkehrsführungen und endgültig freigegeben? Herr Kollege Schmidt-Lamontagne. Ja, sehr geehrter Herr Wirz, die vollständige Verkehrsfreigabe wurde vom zu Beginn der Baumaßnahme veröffentlichten Termin, der da lautete 16.06.2016, erst auf den Sommer 2016 verschoben. Und gegenwärtig, also die zweite Verschiebung, wird mit einer Verkehrsfreigabe im Spätsommer, Frühherbst gerechnet. Daraus ergibt sich ein Verzug von etwa 3 Monaten insgesamt. Die Hauptursache für den Verzug stellt das Bauwerk selbst dar. Neben kleineren Verzögerungen durch eine Beräumungspflicht durch Hochwasser und infolge von Witterung kam es im Ergebnis der vorgefundenen Altsubstanz sowie durch fehlende Baufreiheit im unterirdischen Bauraum, also sprich Telekomleitungen konnten kurzfristig nicht umgebunden werden, zu zusätzlichen Verschiebungen in der Bauausführung. Der Fußgänger- und der Radverkehr sowie der öffentliche Personennahverkehr wurden und werden während der gesamten Bauzeit auf der Albertbrücke aufrechterhalten. Allerdings zur Aufrechterhaltung einer sicheren Verkehrsführung und unter Erkenntnis, dass sich der Umleitungsverkehr auch relativ geordnet abwickeln lässt, wurde lediglich die ursprünglich geplante zwischenzeitliche Freigabe eines Fahrstreifens in Richtung Neustadt bis zum Bauende ausgesetzt. Die Freigabe des fertiggestellten Fahrstreifens Oberstrom für den motorisierten Individualverkehr würde eine erhebliche Qualitätsminderung für die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen. Gegenwärtig ist die Freigabe für diesen Fahrstreifen für den motorisierten Individualverkehr in beiden Fahrrichtungen, wie gesagt, für den Spätsommer, Frühherbst 2016 geplant. Vielen Dank für die Antwort. Ich habe eine kurze Nachfrage, die Sie vielleicht nicht wissen, aber ich stelle sie trotzdem. Sind mit diesen Bauzeitverlängerungen mehr Kosten verbunden? Nach bisherigem Kenntnisstand, auch das habe ich abgefragt, nein. Da danke ich Ihnen. Vielen Dank. Als fraktionsloser Fragesteller ist als nächstes Herr Cabot dran. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine Frage dreht sich um die Verkehrssituation am Ullersdorfer Platz. Dort wird seit vielen Jahren um eine Entflechtung, Entspannung gerungen für alle Verkehrsteilnehmer, für die Fußgänger, für Radfahrer, Autofahrer und natürlich auch für den öffentlichen Nahverkehr. Die Situation hat sich in den letzten Jahren eher noch verschärft durch die Eröffnung bzw. Erweiterung des Gymnasiums in Bühlau. Und ich möchte vielleicht für den einen oder anderen, der sich dort oben nie ganz so auskennt, das ein bisschen ausführlicher zumindest die Vorrede halten. Rund 500 Meter vor dem Ullersdorfer Platz auf der B6 Balzer Landstraße geht eine Straße links ab, das ist die Rossendorfer Straße. Die ist auf einer Gesamtlänge von 230 Metern mit einer Breite von insgesamt mindestens 15 Metern sehr gut ausgebaut. 20 Meter vor der Kornerstraße sind Poller aufgestellt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Anwohner sich nicht sehr freuen würden, aber ich denke, für alle Verkehrsteilnehmer wäre es sehr gut, wenn wir die 20 Meter dort öffnen könnten und die beiden Straßen miteinander verbinden. Das wäre eine Entlastung für den Ullersdorfer Platz. Und jetzt dazu, die Verbindungsstraße wäre gerade für die beiden Straßen. Also es geht dann einmal von der B6 Bautzerlandstraße links in die Kornerstraße und von der Kornerstraße in die Bautzerlandstraße B6 rechts herum. Gibt es für diese beiden, insbesondere für diesen beiden Verkehrsströme, eine Verkehrszählung?
keine aktuelle Verkehrszählung. Wie viele Kosten würden entstehen, wenn die fehlenden 20 Meter der Rossendorfer Straße ausgebaut würden und die zur Kroner Straße geöffnet würden? Und wäre diese Öffnung auch kurzfristig machbar? Herr Kollege Mittler-Modell. Also ja, es gibt Verkehrsteilnehmerzählungen. Ich habe die jetzt hier nicht detailliert aufgelistet, muss ich zugeben. Ich kann aber gerne noch mal gucken, ob wir die nachreichen können, die detaillierten Zahlen. Also es gibt durchaus welche. Eine Zahl kommt in der weiteren Beantwortung auch noch. Die Öffnung der Rossendorfer Straße ist Gegenstand der laufenden Untersuchung im Bereich des Ullersdorfer Platzes. Die Größenordnung der Verkehrsbeziehung zwischen Bautzener Landstraße Richtung Weißig und der Quoruner Straße beträgt im Bestand und auch in der Verkehrsprognose weniger als 1000 Fahrzeuge pro Tag. Das ist jetzt die eine Zahl, die ich hier habe. Die anderen können wir mal gucken, ob wir die nachliefern können. Und ist als untergeordnet zu bewerten. Gleichzeitig sind mit der Durchbindung der Rossendorfer Straße zur Bautzener Landstraße Verlagerungen des aus der Quoruner Straße in Richtung Stadtzentrum fahrenden Kfz-Verkehrs zu erwarten, welche heute am Ullersdorfer Platz abgewickelt werden. Die verkehrliche Einschätzung einer Durchbindung der Rossendorfer Straße muss daher immer im Zusammenhang mit der geplanten Verkehrsführung am Ullersdorfer Platz erfolgen. Hierzu erfolgen in den kommenden Monaten verkehrs- und stadtplanerische Untersuchungen, entsprechend dem von Ihnen gefassten Beschlussvorschlag der Vorlage zum Stadtbahnprojekt 2020, Teilprojekt Bühlau-Weißig, das ist die Vorlage 0689 aus 2015. Eine entsprechende Kostenschätzung liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Eine kurze Nachfrage. Also ich selbst die 1000, wenn das 1000 sind, würden den Verkehrsmann entlasten, weil das immer ein Nadelöhr da oben bleibt. Und das hat nichts mit dem mit der Straßenbahnverlängerung zu tun, gar nichts. Das ist eine separate, die völlig unabhängig, und deswegen habe ich gefragt, auch ob die kurzfristig machbar war, weil die völlig unabhängig von dieser Straßenbahnerweiterung wäre. Wenn Sie antworten wollen, bitte gern. Ich würde Sie nämlich dann ganz herzlich auch mal einladen, dass wir uns vor Ort mal treffen, weil Sie würden staunen, wenn Sie es dann vor Ort mal sehen. Es ist ein ganz kleines Stückchen. Wir machen uns dort keine Freunde bei den Anwohnern, aber bei allen anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern, doch sehr wohl. Also das habe ich zwar jetzt so explizit nicht gesagt, aber wenn ich sage, es ist geplant, das zu untersuchen in den weiteren Untersuchungen zu dem Teilprojekt Stadtbahn, wo man den Verkehrsraum sich ja sehr genau anguckt, dann heißt das natürlich auch, für die kurzfristige Realisierung ist bisher kein Geld vorgesehen. Das heißt, ich habe zurzeit kein Geld und damit auch nicht die Möglichkeit, es kurzfristig zu machen. Gut, ich bedanke mich und schriftliche Beantwortung setze ich voraus. Wie immer vereinbart. Danke. Wir kommen damit in die zweite Fragerunde. Bündnis 90 Die Grünen, Frau Hatzendorf. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, mich beunruhigt seit Längerem der steigende Umlauf von Waffen, auch in Dresden. Meine Frage bezieht sich heute auf den Waffenbesitz von Personen des Dresdner Bewachungsgewerbes. Aktuell besitzen 9 Personen 328 Waffen im beruflichen Umfang. Meine Frage, worin liegt das nach Waffengesetz nachzuweisende Bedürfnis für Waffen- und Munitionsbesitz, jeweils welcher Art von Waffen hier in Dresden? Das Bedürfnis zum Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen für Bewachungsunternehmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Waffengesetz ist gesetzlich dort definiert. Und der Gesetzgeber hat ein solches Bedürfnis dort statuiert. Und es ist nachzuweisen, wie der Wortlaut der Vorschrift besagt, durch Glaubhaftmachung entsprechender Bewachungsaufträge. Mir ging es eben speziell darum, wie sozusagen mit welchen sachlichen Argumenten diese Gesetzesform ausgeformt wird. Wie gesagt, durch Glaubhaftmachung der Bewachungsaufträge, aus dem Bewachungsauftrag der Auftrag, der entsprechend umgesetzt wird an der Stelle. Mir erschließt sich ansonsten der Fragegehalt nicht ganz genau, worauf Sie hinaus wollen. Ich bin noch bei der ersten Frage, weil dort hatte ich das zumindest auch in die Klammern geschrieben. Also vielleicht können Sie etwas sagen zum Verhältnis des Bedürfnisses aufgrund von Personenschutz und Objektschutz? Kann ich nicht, nein. Okay. Trotzdem stelle ich meine Nachfrage, inwiefern ist sichergestellt, dass Wachpersonen, die auf Weisung der Erlaubnisinhaber Schusswaffen oder Munition führen dürfen, die Dresdner Waffenbehörde zur Prüfung benannt werden
und diese auch nur mit Zustimmung der Behörde die Waffen zweckgebunden tragen. Das Führen einer Schusswaffe entgegen der Regelung des § 28 Absatz 2 Satz 1 des Waffengesetzes ist strafrechtlich sanktioniert und nach § 52 Absatz 3 Ziffer 5 Waffengesetz mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bewährt. Die Überlassung von Schusswaffen oder Munition an Wachpersonen ohne die Zustimmung der Waffenbehörde ist ebenfalls strafrechtlich sanktioniert und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren und mit Geldstrafe bewährt. Wenn Verstöße seitens des Bewachungsunternehmers gegen die genannten Pflichten bekannt werden, dürfte neben der strafrechtlichen Relevanz auch die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit eines solchen Unternehmers mit der Folge des Widerrufs seiner waffenrechtlichen Erlaubnisse und damit mit dem Widerruf bzw. dem Wegfall seiner beruflichen Existenzgrundlage verbunden sein. Insofern, der Gesetzgeber hat dies entsprechend mit dem scharfen Schwert des Strafrechts auch sanktioniert. Ich darf eine kleine Anmerkung dazu machen. Dadurch, dass es ja ein Ausschnitt aus dem Gesamtkomplex des Waffenrechts und des Umgangs damit geht und ich kenne ja, weil wir uns auch schon mal darüber unterhalten hatten, den groben Hintergrund des Themas, würde ich durchaus anregen, dass wir diese Thematik mal nicht in einer Fragestunde etwas kurz abhandeln, sondern das gerne auch im zuständigen Fachausschuss mal mit den verschiedenen Kategorien auch aufbereiten und biete da gerne an, wenn Sie so die einzelnen Punkte, die für Sie Anlass der Fragestellung sind, beziehungsweise die Spezifika, die Sie interessieren, könnte ich das etwas ausführlicher, als es mit der kurzen Vorbereitung für die Fragestunde möglich ist, auch entsprechend darlegen. Vielen Dank für das Angebot, aber meine zweite ganz kurz noch hinterher. Ja. Weil mich beunruhigt die Zahl von 328 schon. Also deswegen die Frage. Ja, Platz verschlechtert hat in den, ich sag mal, umliegenden Brennpunkten, die ja, die Situation ein bisschen besser geworden ist. Und dazu hätte ich gerne mal eine konkrete Unterfütterung und würde mich freuen, wenn Sie mir die folgende Frage beantworten können. Und zwar, wie haben sich die Beschwerdelagen und Einsatzzahlen in Brennpunkten der Umgebung des Wiener Platzes, zum Beispiel an der St. Petersburger Straße, Ecke Ferdinandplatz, entwickelt? Ja, vielen Dank. Zunächst ist mir hier ein wenig die Differenzierung wichtig. Beschwerdelage im Allgemeinen, die vorrangig auch Ordnungsstörungen sind, ist sicherlich nicht das vorrangige Ziel, sondern es ist eher im Bereich der Sicherheitslage der Kriminalitätsentwicklung. Hier haben wir einen Punkt, der das sehr eng das Zusammenspiel zwischen der Landeshauptstadt Dresden als Ortspolizeibehörde in Form des gemeindlichen Vollzugsdienstes und des sächsischen Polizeivollzugsdienstes dort auch angeht. Insofern ist in aller Regel Beschwerdelage eher Anzeigelage bzw. Situation von komplexen Aktionen. Hat gerade vorgestern ja aktuell die letzte komplexere Maßnahme der Polizei auch entsprechend stattgefunden. Wir haben die Gesamtsituation der Entwicklung in der vorletzten Sitzung im Kriminalpräventiven Rat auch behandelt. Ich entnehme aber Ihrer Frage und auch dem Punkt, dass es heute Tagesordnungspunkt ist, die Anregung, dass wir gerne zusammen mit der Polizeidirektion die Informationslage der Entwicklung dort nochmal aufbereiten und ich Ihnen die Sichtweise, die, was die Sicherheit angeht, vorrangig polizeilich gehören ist, entsprechend für alle Stadträte nochmal aufbereite. Es ist eindeutig so, dass nach unserer Wahrnehmung neben der Frage konkreter Beeinträchtigung, die repressives Handeln erfordern, der präventive Ansatz, den wir fahren, mit einer starken Präsenz von uniformierten öffentlich Bediensteten, vorrangig hier des gemeindlichen Vollzugsdienstes, was wir ja seit September im Zwei-Schicht-System sehr intensiv auch machen, eine Wirkung insofern haben, dass die uns gegenübergebrachte Verunsicherung zwar nicht beseitigt ist, es aber schon in einem positiven Umfang wahrgenommen worden ist, dass wir eine sehr deutliche Einsatzschwerpunktverlagerung auch haben. Wahrnehmbar ist für uns natürlich auch, weil nicht alle Probleme in Dresden am Wiener Platz stattfinden, dass wir sehr sorgsam im Auge haben müssen, auch andere Schwerpunkte im Blick zu behalten. Und gerade jetzt, wenn der Winter sich dem Ende neigt, in frühlingshaften Situationen der knappe Mitarbeiterbestand im gemeindlichen Vollzugsdienst auch andere Aufgaben eben auch hat
an der Stelle. Es ist so, dass wir zurzeit noch diesen engen Kontrollzyklus seitens des Ordnungsamtes auch aufrecht erhalten. Okay, aber eine Quantifizierung können Sie heute nicht geben? Also es gibt eine Beschwerdelage. Die Beschwerdelage, die uns als Ordnungsamt erreicht, ist vor allen Dingen eine Beschwerdelage, die jetzt eher die ordnungsbehördlichen Aufgaben, Bettelei, Straßenmusik und sonstige Dinge betrifft. Aber ich glaube, das ist nicht der Duktus, um den es geht. Und ansonsten die konkrete Entwicklung der Fallzahlen. Der Vertreter der Polizeidirektion hatte einige Informationen im Kriminalpräventiven Rat gegeben. Das würde ich gerne nochmal aufbereiten, da es nicht unsere eigenen Zahlen gibt. Wir aber über den KPR ja mit der PD zusammenarbeiten, würde ich das gerne im Nachgang allen Stadträten auch zugänglich machen. Vielen Dank. Bitte sehr. Nächster Fragesteller, FDP Freie Bürger, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, in Dresden haben wir ja seit einiger Zeit diese wunderbaren elektronischen Verkehrsleittafeln, die so für mich als Autofahrer hilfreiche Informationen bringen, wie zum Beispiel flüssiger Verkehr Richtung Stadtzentrum. Das lese ich seit vielen Jahren. Was ich mit der Information anfangen soll, weiß ich bis heute nicht. Manchmal steht auch nur Stau drauf oder hier vorne Vollsperrung Albertbrücke. Eine Verkehrsleitung kann ich dort nicht erkennen, aber sicherlich hat man sich mit den Vertafeln was dabei gedacht. Deswegen würde mich zum einen interessieren, wie viel wir davon haben, was das Ganze eigentlich uns kostet und was in nächster Zeit noch geplant ist. Ich vermute mal, da werden noch 50 Tafeln aufgestellt werden müssen und eine große Logistik, damit man dort tatsächlich verkehrsleitende Informationen hat. Denn wenn Stau draufsteht, steht noch lange nicht drauf, dann bitte nächste Ampelkreuzung links abbiegen und nutzen Sie eine andere. Die Information gibt es ja nie. Deswegen ist das meine erste Frage. Letztens oder in letzter Zeit habe ich aber festgestellt, dass diese Tafeln anders genutzt werden, nämlich sie werden neuerdings als Werbeflächen genutzt. Finde ich ja sehr interessant. Ich lese dort regelmäßig Veranstaltungswerbung drauf. Manchmal für die Stadt, manchmal für den Freistaat, neuerdings auch für, wenn ich es richtig gesehen habe, private Veranstalter, also Messen werden da beworben. Da würde mich jetzt schon mal interessieren, welche Einnahmen eigentlich die Stadt mit dieser Werbung erzielt. Muss ich ja in irgendeiner Form rechnen. Und ob es denn auch für jeden anderen Privaten möglich ist, dort Werbung, Textwerbung zu buchen und nach welchen Kriterien das eigentlich entschieden wird. Das ist meine Frage. Vielen Dank. Kollege Schmidt-Lamontaine übernimmt die Antwort. Ja, sehr geehrter Herr Zastrow, auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden stehen gegenwärtig 12 Verkehrsleittafeln. Die Anschaffung einer Tafel kostete seinerzeit 60.000 Euro. Die Wartung eines Tafelstandortes kostet pro Jahr ca. 570 Euro. Derzeit ist nicht geplant, weitere Verkehrsleittafeln zu errichten. Die Landeshauptstadt Dresden erzielt durch die Anzeige von Veranstaltungsinformationen keine Einnahmen, weil an den Verkehrsinformationstafeln nur städtische Informationen angezeigt werden. Die Veranstaltungen werden vom Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt ausgewählt, neben Veranstaltungen der Stadt, Ausstellungen in städtischen Museen beispielsweise oder Informationen über Baustellen werden auch Messeveranstaltungen in Schirmherrschaft der Stadt geschaltet. Ziel der Verkehrsleittafeln ist eine frühzeitige Information für den Kraftfahrer über Stauerscheinungen in Richtung Innenstadt sowie über die Auslastung der Parkeinrichtungen der Innenstadt. Veranstaltungsinformationen werden nur dann geschaltet, wenn keine relevanten Verkehrszustände vorliegen. Okay, eine kleine Nachfrage. Sie sind ja noch ganz neu jetzt hier im Amt, das heißt, Sie sehen die ja jetzt ja auch. Glauben Sie oder ist mein Amt davon überzeugt, dass diese Tafel irgendeinen Nutzen für die Verkehrsleitplanung dieser Stadt haben? Ich kann das als häufiger Nutzer der Straßen überhaupt nicht erkennen. Und wenn Sie jetzt sagen, es sind keine weiteren geplant, vermute ich mal, dass man sich von dem Gesamtprojekt verabschiedet hat. Ist das richtig? Kann ich, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, bisher noch nicht beurteilen, ich fahre so wenig Auto. Sie sehen es ja, ja, die Buchstaben sind ja groß genug, Sie sehen es auch als Radfahrer oder als Straßenbahnfahrer sehr günstig und Sie sehen ja die Sinnigkeit der Verkehrsleiter, wenn er nur einfach Stau steht, ich stehe dann drin, super Sache, aber ganz tatsächlich fachlich gefragt, wenn Sie sagen, es sind keine weiteren geplant, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein verkehrsleitender Effekt mit 12 Tafeln erreichbar ist, ist glaube ich auch nicht erreichbar. Heißt das, dass das Amt sagt, das Projekt ist
gescheitert oder man verfolgt es nicht weiter oder wie will man mit dem Projekt weitergehen? Ich frage das gerne mal ab, weil die Information habe ich nicht. Ich weiß nicht, welches Projekt da ursprünglich mal hinterstand und was die Gesamtkonzeption vorgesehen hat. Die kenne ich bislang nicht, muss ich zugeben. Ich nehme das gerne mal mit und frage mal, ob da ursprünglich mal mehr geplant war okay. Und ob man da noch sozusagen eine ursprünglich vorgesehene Konzeption jetzt über Bord geworfen hat. Das würde ich einfach nochmal nachfragen. Sehr gern. Hängt mit der TU zusammen, gab es ein Forschungsprojekt, aber den Stand der Dinge würde mich sehr interessieren. Ja. Danke. Vielen Dank. Die AfD verzichtet auf die zweite Frage. Wir kommen dann zur CDU-Fraktion, Frau Arnert. Ja, ich glaube. Sehr geehrter erster Bürgermeister, ich komme aus gegebenen Anlass noch einmal auf die Tarifverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten im letzten Jahr zurück. 2015 hatte man in Dresden den Eindruck, dass die Stadt einen Kita-Streik, so haben wir es auch entsprechend bezeichnet, es machte hier den Eindruck, dass die Landeshauptstadt Dresden wiederholt Tarifstreitigkeiten auf den Rücken von Kindern und Familien ausgefochten hat. Die Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen und die Eltern waren genötigt, hier in sehr kurzer Zeit erheblichen Aufwand zu betreiben, um die zu betreuenden Kinder unterzubringen. Daher bitte ich um Beantwortung der folgenden Frage. Wie viele und welche Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung, also welche Ämter, Abteilungen und Sachgebiete, waren jeweils in welchem Maße, also Frage der Arbeitstage, Arbeitsstunden und die Anzahl der Mitarbeiter, an diesen Streiks tatsächlich beteiligt? Wie viele und welche Kindertageseinrichtungen, wobei ich auf die genaue Auflistung der Kindertageseinrichtung gerne an der Stelle hier verzichte und die dann gern schriftlich würde mir ausreichen. Also welche Kindertageseinrichtungen sowohl des Eigenbetriebskitas als auch Einrichtungen von freien Trägern waren in welchem Maße davon betroffen? Hier bitte ich um Auskunft, wie viele Mitarbeiter A aus den Verwaltungseinheiten und B des EB-Kitas machten hier vom Streikrecht Gebrauch. Frau Kollegin Dr. Kaufmann beantwortet Frage und die bereits gestellten Nachfragen. Ja, vielen Dank, Frau Stadträtin Arnert, für Ihre Frage. Es waren keine Organisationseinheiten der Stadtverwaltung vom Streik im Jahr 2015 betroffen. Die Nachfrage, die Sie speziell zu den Kindertageseinrichtungen gehalten haben, kann ich Ihnen wie folgt beantworten. Die Streikmaßnahmen der Gewerkschaften richteten sich im Zuge der Tarifauseinandersetzungen im Sozial- und Erziehungsdienst im vergangenen Jahr nach Kenntnis der Stadtverwaltung ausschließlich gegen kommunale Kindertageseinrichtungen. Freie Träger waren demnach davon nicht betroffen. Im Ergebnis waren von den 164 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtung Dresden, also EB Kita, insgesamt 155 Einrichtungen an mindestens einem der insgesamt 10 Streiktage von den Arbeitskampfmaßnahmen der Gewerkschaften im Jahr 2015 betroffen. Je Streiktag beteiligten sich nach unseren Kenntnissen zwischen 670 und 976 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes Kindertageseinrichtungen am Ausstand. In der Spitze entspricht das damit rund 40% der Mitarbeiterschaft kommunaler Kitas. Mit Ausnahme des Personalrates beschränkte sich der Kreis streikender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das pädagogische Personal in den Einrichtungen. Und ich würde Ihnen die Liste der bestreikten Einrichtungen dann im Nachgang schriftlich zukommen lassen. Gern komplett. Vielen Dank. Nächste Frage, Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch.
Ja, in Laubegast entstand im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an der Österreicher Wählender Straße eine Interimsstraße, die durchs Landschaftsschutzgebiet geht. Da gibt es jetzt Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine Verstetigung dieser Straße aussprechen, und es gibt andere, die das ganz und gar nicht möchten. In diesem Zusammenhang aber, und daraufhin zielt meine Frage, ist die Diskussion um den Hochwasserschutz in Laubegast wieder verstärkt in Gang gekommen. Dazu meine Frage: Ist eine Fortführung bzw. eine Neuauflage des sehr erfolgreichen Bürgerbeteiligungsprozesses zum Hochwasserschutz in Laubegast geplant? Wenn ja, in welchem Stadium sind diese Planungen? Oder B, sind sie nicht geplant? Und dann bitte ich um eine Begründung, warum nicht? Vielen Dank. Es antwortet Frau Kollegin Jening. Sehr geehrte Frau Stadträtin Geitsch, liebe Stadträtinnen und Stadträte, zum Abschluss der bisherigen Bürgerbeteiligung zum Hochwasserschutz in Laubegast wurde ja vereinbart, dass die Beteiligung im rechtlichen Rahmen der sogenannten erweiterten Grundlagenermittlung sowie gegebenenfalls anschließender Planung ausgewertet wird und dann weiter mit den Planungsergebnissen beteiligt wird. Unter sogenannter erweiterter Grundlagenermittlung müssen Sie verstehen, was die Landestalsperrenverwaltung im Auftrag des Freistaates in der Vorbereitung konkreter Planung, also noch keine Planung für ein Planfeststellungsverfahren, sondern eine konkrete Vorbereitung macht. Und das halten auch wir für Macht machen lässt, das halten auch wir für notwendig, um die Bürger dann weiter zu beteiligen, wie es vereinbart ist. Den Beginn dieser Arbeiten hat aber der Freistaat bis heute noch nicht freigegeben. Und deshalb gibt es noch keine konkretisierten Lösungsansätze und keine Grundlage für die vereinbarte weitere Bürgerbeteiligung, so gern wir das als Umweltverwaltung tun wollten. Der Hintergrund sind die Verhandlungen um den Hochwasserschutz in Laubegast und an anderen Stellen der Stadt, zu denen wir Sie im Umweltausschuss und im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr schon informiert haben. Da geht es einerseits grundlegend um den rechtlichen Status des Altelbarmes, also auch des Laubegaster Bereichs, und andererseits um die Finanzierung der Hochwasserschutzanlagen nach Inkrafttreten des neuen Wassergesetzes in Sachsen. Dazu werden wir Sie auch weiter informieren. Ich hoffe, dass wir da bald mit dem Freistaat eine Lösung erreichen. Wir bemühen uns sehr darum, und das wäre dann die Grundlage für die nächsten Schritte. Okay, danke schön. Das heißt für uns, dass wir den Prozess halt einfach weiter verfolgen sollten, um zu gegebenen Zeitpunkt dort auch aktiv zu werden. Ich habe zu dem Einleitenden der Frage gleich noch eine Zusatzfrage. Wie stehen Sie denn, gegebenenfalls auch der Baubürgermeister, zu dieser Interimsstraße und dem Anstreben einiger Bürgerinnen und Bürger, die zu verstetigen? Das war überhaupt nicht Grundlage der bisherigen Planung. Es gab keinen Vorschlag dieser Art vom Stadtentwicklungsbereich. Ich kann sich dazu selber noch äußern. Und wir haben von Seiten des Landschaftsschutzes es nur für möglich gehalten, an der Stelle, wo ohnehin die Trinkwasserleitung gebaut werden musste und jetzt auch gebaut wird, die Umgehungsstraße draufzulegen und dann die Eingriffe wieder zu beseitigen und rückzubauen und den ursprünglichen Zustand im Landschaftsschutzgebiet wieder herzustellen. Eine dauerhafte Anlage der Straße würde zu einer völlig anderen Abwägung führen, zu völlig anderen Eingriffen, und ich kann mir das nicht vorstellen, aber wie gesagt, es war auch nie vorgeschlagen worden. Okay, Dankeschön. Wollen Sie sich auch noch dazu äußern? Ja, Herr Kollege, eine Ergänzung. Vielleicht auch einfach nur noch mal eine technische Ergänzung. Das ist tatsächlich eine Interimsbaulösung, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens als Interimsbaulösung auch angemeldet ist und gerade bewertet wird durch die Planfeststellungsbehörde. Würde man dort eine dauerhafte Straße bauen wollen, was keiner vorhat im Rathaus, müsste man auch ein ganz anderes Planfeststellungsverfahren für eine solche Straße wählen. Das wäre also ein komplett neue Bewertung der Situation. Gut. Dankeschön. Vielen Dank. Eine fraktionslose Fragestellung von Herrn Krien. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Seit der Flut 2013 hatte ich mehrfach darauf hingewiesen, dass an der Reichsstraße am Niedersedlitzer Kreisverkehr bedeutende Schäden durch die überlaufende Lockwitz entstanden sind. Das war also in der Nacht zum 3.6.2013.
Nachdem sind also bereits die Lockwitzbrücke erneuert worden und der Abzweig zum Flutgraben. Und nunmehr wird also, wie ich das sehr wohlwollend wahrnehme, auch die Reichsstraße saniert. Und ich frage dazu, was passiert dort bei diesem gegenwärtigen Ausbau der Reichsstraße im Hinblick auf Hochwassersicherheit? Denn offenbar lag es ja an einer Kanalisation, die das Wasser nicht aufnehmen konnte. Kann man dort einen HQ-Wert nennen? Kann man dort sagen, so und so viel Zentimeter Wasser, also damals waren es wohl 40 bis 60 geschätzt, wird die Reichsstraße oder wird die Kanalisation künftig aufnehmen können? Und ich frage auch gleich noch mit nach den anderen drei Schwachstellen, die ich genannt hatte. Es ist also die Rückseite der Häuser zum Flutgraben hin. Wird die Reichsstraße irgendwann einmal die Häuser auch rückseitig zum Flutgraben gesichert? Wie ist das mit der 150-Grad-Kurve der Lockwitz in der Windmühlenstraße? Und wie ist es mit der Eisenbahnunterquerung auf der Reichsstraße? Herr Kollege Schmidt, Lamm und Helm, bitte. Entschuldigung, so. Herr Krien, die Grundstücke zwischen Reichsstraße und Niedersedlitzer Flutgraben im Abschnitt der Niedersedlitzer Straße bis zur Soseer Straße werden ab einem Hochwasser mit einem statistischen Wiederkehrintervall von 25 Jahren, also sprich HQ 25, überflutet, teilweise vom Flutgraben her und auch von der Reichsstraße aus. Nach Rücksprache mit der Stadtentwässerung Dresden kann ich Ihnen mitteilen, dass die Kanalisation nach dem gültigen Stand der Technik ausgelegt ist. Auch bei Starkregenereignissen kann es nicht zu einem Überstau im Bereich der Reichsstraße zwischen Bismarckstraße und Dorfstraße kommen. Die gegenwärtig desolaten Straßenbesserungsanlagen werden im Zuge der Straßenbaumaßnahmen grundhaft erneuert. Das einfallende Oberflächenwasser der Verkehrsanlage wird künftig über die Quer- und Längsgefälle der Gehwege der Fahrbahn des Parkstreifens in Entwässerungsrinnen zugeführt und dann über die Straßenabläufe in den Mischwasserkanal der Stadtentwässerung abgeleitet. Dadurch wird künftig ein besserer Abfluss des Oberflächenwassers gesichert. Ich muss jedoch darauf hinweisen, dass für die Ableitung von Hochwasserereignissen die Straßenentwässerungsanlagen und die Kanalisation nicht ausgelegt sind und auch künftig nicht ausgelegt werden. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen erfolgt keine wesentliche höhenmäßige Änderung der Straße und der Gehwege. Die Rücklagen der Gehwege werden an den Bestandshöhen der anliegenden Grundstücke angepasst. Zu den drei benannten Schwachstellen. Die Zuständigkeit für den Hochwasserschutz am Lockwitzbach und am Niedersedlitzer Flutgraben liegt bei der Landestalsperrenverwaltung des Freistaats. Diese hat die Schwachstellen am Gewässerbett analysiert und möchte diese umgehend beseitigen, sodass künftig ein HQ 25 ohne Ausuferung im Gewässer abfließen kann. Über den genauen Umsetzungszeitraum, den die Landestalsperrenverwaltung vorgesehen hat, kann die Landeshauptstadt Dresden jedoch keine Angaben machen. Die Unterführung hatten Sie jetzt noch nie genannt. Ich habe mal dort mir sagen lassen im Bauausschuss, das wäre technisch überhaupt nicht möglich. Ist das? Na, ich habe das so verstanden, auch nach meinen Rückfragen, dass auch diese Überflutungen was zu tun haben mit dem Rückstau und den Ausuferungen durch das Gewässerbett. Aha. Und wenn die Landestalsperrenverwaltung diese Schwachstellen im Gewässerbett behoben hat, angeblich auch diese Überflutung nicht mehr stattfinden. So habe ich das verstanden mit meinem technischen Verständnis. Okay, danke. Vielen Dank. Wir haben damit die Fragestunde beendet.